Meine Güte, hier steppt der Bär, so viele Bötchen hier. So, Hallöchen, Vlogmas, Tag 13. Die Gegend hier kennt ihr schon ein bisschen von den Langzeitbelichtungsaufnahmen, die ich gemacht habe. Aber jetzt noch mit ein bisschen mehr Licht. Aber eigentlich will ich noch weiter. Jedes Mal aufs Neue wieder schön, wie das hier alles angestrahlt wird, wenn die Sonne hier im Winter oder im Herbst schräg drauf scheint auf das ganze Elbtal. Ah, es ist schon echt hübsch. Jedes Mal wieder. Sieht dann alles aus wie Miniatur-Modellbau-Häuschen und Hügelchen von irgendwelchen Modellbahnen und sowas. Das ist immer wieder schön. Ein bisschen falsch. Eigentlich wollte ich nur einen schönen Ausblick haben über die Elbe und die Stadt bei dem Sonnenuntergang, aber ich bin hier einfach den Berg hochgefahren, den Elbhang, und hier geht es leider wieder bergab und es gibt keine gute Aussicht. Das ist etwas uncool. So, gefühlt basiert so ziemlich jeder Vlog darauf, wo ich irgendwie draußen bin, dass es tendenziell zu spät ist. Wobei, es ist eigentlich nicht zu spät, aber zu spät für Tageslichtaufnahmen. Es ist wunderschön hier, aber der Winter, ne? Kaum kommst du erst irgendwie 3, 4 aus dem Haus, schon ist es dunkel, das ist furchtbar. Eine der Sachen, die mich im Winter tendenziell am meisten stört, ist die Kälte, ist es überhaupt nicht, aber einfach, dass es viel zu früh dunkel wird. Zumindest dann, wenn man so einen Tagesablauf hat wie ich, im Sinne von, man kriegt den Sonnenaufgang nie mit, den Sonnenuntergang umso stärker und früher. Pfff, was ist das nebelig hier? Meine Güte, was ist denn hier los? Kleiner Scherz, die Kamera war nur lange draußen und kalt und die Linse ist jetzt beschlagen. So, wieder zurück von der Tour, ein bisschen aufgewärmt, war dann noch ein bisschen kühl draußen, aber ich habe immerhin diesmal meine Handschuhe dabei gehabt. Musste ich gar nicht mal so lange suchen. Ein paar Videos angeschaut, ein bisschen Kommentare gelesen und beantwortet. Ansonsten auf dem Rückweg schon mal einkaufen gewesen. Auch hier nochmal fleißig gewesen, Abwasch gemacht. Dadurch hatte ich allerdings dann auch wiederum keinen Platz, um Teig anzufertigen für Wraps, die ich dann gleich noch oder nachher machen werde. Und das war meine Arbeitsfläche in diesem Moment. Es könnte ein bisschen mehr sein. Ich muss heute auch gar nicht mal so auf die Uhrzeit achten mit dem Essen, wann das fertig ist, dass es früh genug fertig ist, weil ich heute alleine esse. Die Anne ist nicht da, die ist bei einer Weihnachtsfeier von der Arbeit aus. Das heißt, ich bin alleine hier und deswegen, obwohl es schon gegen 8 ist, oder ziemlich genau 8, krass, werde ich erst einmal zum Sport und danach erst was essen. Weil vor dem Sport kann ich nichts essen, ganz und gar nicht. Da fühlt sich das dann alles wie so ein Klumpen an, der die ganze Zeit hin und her gerissen wird und ich werde träge. Und das ist nicht gut, das will ich nicht haben. Musik.
sieht zwar gerade noch aus wie eine unmotivierte Pizza mit zu viel Salat, soll aber gleich noch ein Wrap werden. Mal gucken, ob der sich rollen lässt. Die Tortillas sind selbst gemacht. So, damit neigt sich der Tag dann wieder für heute. War genug passiert. Ich bin gerade noch dabei, hier den Vlog zu schneiden, genau den ihr jetzt gerade seht. Ich werde gleich wahrscheinlich noch eine Folge Startopia aus mir rausquetschen, die dann morgen kommt. Und dann ist auch mal Nachtruhe. War anstrengend genug, beziehungsweise hab genug körperlich auch gemacht. Fahrradfahren, Sport gemacht, existieren. Und deswegen reicht auch. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!